Und damit schauen wir nach Frankfurt am Main zu Farina Fichtner-Zenker, die dort für uns diesen Tarifkonflikt bei der Bahn noch einmal beobachtet. Farina, man muss es ja wirklich so sagen, also schon wieder ein Streik. Die Deutschen sind tatsächlich genervt, vor allen Dingen die Bahnreisenden. Kaum sind die Osterferien in den meisten Bundesländern vorbei. Jetzt also wieder diese Arbeitsniederlegungen. Warum? Genau diese Frage gebe ich jetzt weiter. Ich habe nämlich hier am Set den Pressesprecher der EVG, Uwe Reitz. Wie rechtfertigen Sie diesen Streik und warum stehen wir schon wieder hier? Ja, der ist ganz einfach zu rechtfertigen. Wir bekommen keine Angebote auf unsere Forderungen. Wir haben ganz klar erklärt, worüber wir verhandeln wollen. Und die Arbeitgeber glauben, uns irgendwas anbieten zu können, nur nicht das, was die Kolleginnen und Kollegen fordern. Und das lassen wir uns nicht gefallen, weil das keine Basis für Tarifverhandlungen ist. Wie optimistisch sind Sie, dass dieser Streiktag heute Früchte trägt und dass man ein bisschen weiterkommt? Denn eigentlich wird das Ganze ja auf den Schultern der Reisenden aufgetragen, um es mal auf den Punkt zu bringen. Die Reisenden sind leider immer die Leidtragenden, das ist richtig. Unsere Zielgruppe sind die Arbeitgeber. Ich hoffe, dass das Signal ankommt. Wir hatten gestern eine einstweilige Verfügung, mit der unser Streik untersagt werden sollte. Da hat das Gericht gesagt, das ist nicht zulässig. Der Streik ist zulässig, ist verhältnismäßig. Wir werden dieses Instrument noch öfter anwenden müssen, wenn die Arbeitgeber sich nicht bewegen. Aber ich hoffe, Sie haben das Signal verstanden und wir kommen jetzt ins Verhandeln. Sie haben gerade gesagt, Sie werden es noch mal anwenden müssen, eventuell. Also die Streikbereitschaft ist groß. Wie ist die Stimmung generell bei den Mitarbeitern bei Ihnen? Also wenn es nach den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ging, würden wir 4 Wochen am Stück streiken. Die sind stinksauer über das Verhalten der Arbeitgeber. Wir haben heute Morgen um 3 Uhr zum Streik aufgerufen. Es haben sich innerhalb kürzester Zeit mehr als 16.000 Kolleginnen und Kollegen streikbereit gemeldet. Die Republik steht. Ich glaube, das Signal ist deutlich. Das muss alles nicht sein. Wenn wir ein Angebot bekommen, das auf unseren Forderungen basiert und über das wir verhandeln können, dann werden wir eine Lösung am Verhandlungstisch suchen. Das ist immer unsere Devise. Wir gehen mit dem Streikrecht sehr verantwortungsbewusst um. Aber wenn man uns dazu zwingt, zu zeigen, dass wir es ernst meinen, dann machen wir das. Und das werden die Kollegen, wenn wir sie dazu auffordern, auch in den nächsten Wochen sicherlich immer wieder tun. Können Sie noch mal ganz genau sagen, was genau Sie fordern und was eventuell im Bereich, sage ich mal, des Akzeptablen von der Gegenseite als Angebot wäre? Also was von der Gegenseite akzeptabel ist, muss man in den Verhandlungen klären. Wir haben eine ganz einfache Forderung aufgestellt. Wir wollen, dass die Kolleginnen und Kollegen 650 Euro mehr im Monat bekommen, alternativ 12%, und das bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Dann gibt es noch je nach Unternehmen spezifische Forderungen. Bei der Deutschen Bahn heißt das unter anderem, dass wir wollen, dass dort endlich ein Stundenlohn von 12 Euro gezahlt wird. Da liegen wir in Teilen noch unter dem Mindestlohn. Das ist es eigentlich schon und darüber lässt sich eigentlich verhandeln. Und wenn wir dazu ein schriftliches Angebot bekommen, das auf unsere Forderungen eingeht und keine Gegenforderungen, mehr Urlaub kürzen, Produktivität erhöhen und ähnliches mehr, dann sind wir ganz schnell durch. Wann soll denn wieder verhandelt werden? Wann wird sich wieder an den Tisch gesetzt? Also wir verhandeln bereits seit Anfang April mit den ersten NE-Bahnen. Wir verhandeln nächste Woche mit der Deutschen Bahn und wir verhandeln bis Mitte Mai, mit allen weiteren Unternehmen. Es sind insgesamt 50 und hoffen, dass wir da Fortschritte erzielen können. Ansonsten wären weitere Warnstreiks nicht auszuschließen. Herr Reitz, vielen Dank. Soweit hier vom Frankfurter Hauptbahnhof zu den Streiks heute bei der Bahn. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt.